In der Hauptschule in Großheil haben wir das gedreht. Übrigens habe ich öfters, seither habe ich öfters in den Schulen gedreht, Wahnsinn. Ich kann mich erinnern, dass ich beim Drehen überhaupt nicht gewusst habe, was das werden soll. Also ich habe da kein Drehbuch gehabt, sondern einfach nur, was an, so an Szenen mir eingefallen ist oder was uns eingefallen ist, meinem Vater und mir. Und ich kann mich erinnern, dass ich beim Schnitt dann irgendwie völlig neu angefangen habe, das zu ordnen. Und die letzte Einstellung, die gefällt mir wieder, wo mein Vater mit so einer weiten Hosen, so einem richtigen Filmregisseurjacken und der Taschen von der alten Bolex da so runterspaziert. Das ist jetzt das Frühstück. Und zwar hat mein Vater das gemacht, eine Verfilmung von einem Jacques Prévert-Gedicht. Und das ist einer von den Filmen, die ich mir dann später immer wieder angeschaut habe. Immer wieder. Und wo ich gemerkt habe, was für Kraft mein Vater da gehabt hat. Und die Frau, die da spielt, das ist die Tante Lisi, die Schwester von meiner Mutter. Und er ist ein Bekannter aus Altenmarkt. Wie haben die? Reischland, die geheißen. Es ist ein offenes Ende, weil er geht aus dem Haus, sie geht zum Spiegel, macht so und der Film ist aus. Gefällt mir gut. Ein Feiertag kommt jetzt. Gott. Die Halbstarken von Großerl Anfang 60er Jahre. Wahnsinnig. So wie der Neorealismus in Italien, ein bisschen auf Großerlerisch. Und das war, glaube ich, auch der Film, wo ich das erste Mal eingesetzt worden bin, wenn mich nicht alles täuscht. Der Meier Manfred, dem haben sie Perücken aufgesetzt. Der hat nämlich blonde Haare gehabt. Und dieses Kaffeehaus, das hat, wie hat das geheißen? Café Bambi, glaube ich. Und das war auch das Kaffeehaus, wo wir Teenager unsere ersten Erlebnisse mit Mädels gehabt haben. Auch mit deutschen Urlaubermädels. Gut, das ist jetzt Opa und ich, ja genau. Ja, und da komme ich auch vor. Bin ich einer von den drei, die dem Buben so kniefeln. Ich bin eigentlich so bei den meisten Filmen, war ich eher der Statist und ich kann mich auch erinnern, dass ich mich beim, wenn der Papa mich so gefilmt hat, das wollte ich alles nicht. Gell? Und ich habe das auch. Ich bin mir so holzig vorgekommen, ich habe irgendwie gemerkt, dass der Albert da das auf eine ganz andere Art und Weise verwandelt. Und ich habe mir eigentlich als Kind, wenn ich mich jetzt da schon bloß geben müsste, habe ich mich eher hinter der Kamera gesehen. Und was ich aber da mitgenommen habe für mich, aus diesem Unwohlsein als Schauspieler, dass ich mir gedacht habe, es muss mir als Regisseur gelingen, dem, der vor der Kamera steht, ein Gefühl von Geborgenheit zu geben. Dafür war das offensichtlich notwendig, dass ich selber diese schauspielerischen, dass ich das mitgekriegt habe, was das heißt, wenn du dich vor der Kamera nicht wohlfühlst.